Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 2 aus dem Leben eines Diebes. Was haben wir denn dabei? Kampfschaufel. Nein, Nicht zu plündern. Ey, gib mir die Waffe. Nicht zu Da ist holen. nichts zu Nicht holen. zu Nicht zu plündern. Da holen. ist nichts Nicht zu zu holen. holen. Ich habe gleich überredet. Nicht Da zu ist holen. nichts zu Nicht holen. zu holen. Ich brauche nur ein paar Argumente. Da gibt es mir freiwillig. Warum können wir die nicht mitnehmen? Das ist doch nicht so toll. Naja, gut. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal zurück zum Burkhardt. Na, Burkhardt, keine Ahnung. Und so. Fühlt man sich gleich besser. Das waren doch jetzt alle Goblins, schätze ich, oder denke ich mal, denn. Oh, was war denn das gerade? Ein kleiner Ruckler oder was? Keine Ahnung, so. Ach, eine schöne Atmosphäre. Die Natur. Warum hängt da einer? Mensch. Von hier, die Nervende. Halt's Maul. Aber jetzt mal im Ernst, warum ist da so ein großer Kopf dran, oder? Ist das im Vergleich größer oder ist der normal? Das ist nicht normal. Aber ein Troll kann es auch nicht gewesen sein. Gib den schweren Ast Da her! ist nicht zu holen. Nicht Los! zu plündern. Der ist ein Gold wert! Komm schon, ich brauche ein Geschenk. Für die Materia, gib mir den Stock. Hat so einen hohen Wert. So, dann gehen wir mal zum Burkhardt und schauen mal, ob wir die richtigen Goblins getötet haben. Falls nicht, dann tut es mir einfach leid für alle Beteiligten, die ihr Leben gelassen haben. Ach, ist egal. Na, meine richtigen. Ich habe die Goblins gefunden und getötet. Sehr gut. Das verbessert unsere Situation hier ungemein. Hätte nicht gedacht, dass du das schaffst. Dich kann man hier echt gebrauchen. Geh zurück zu Geralt und sag ihm, dass du mir geholfen hast. Sag ihm auch, dass hier oben soweit alles in Ordnung ist. Dank dir. Ach, was war in der Geschichte mit dem besonders starken Goblin dran? So einiges. Es gab wirklich einen besonders starken. Er schien zwar eine Art Krieger zu sein, aber auch er ist tot. Merkwürdig. Sowas habe ich noch nie gesehen. Naja, Hauptsache er stört uns nicht mehr. Und das kann er ja jetzt schlecht. Boah, aber die Lache fies, ey. Wir gehen, die Arbeiten an dem Leuchtturm voran. Sehr gut. Dank deiner Hilfe können sich die Arbeiter jetzt voll auf ihre Arbeit konzentrieren. Haben sie davor auch, aber Kopf hoch. Also dann würde ich sagen, ich habe irgendwie gerade noch. Nein, 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 nein. Wir warten noch mit den Snappern. Wollte ich jetzt gerade schon loslegen. Ach, den haben wir noch gar nicht ausgewählt. Ey. Ah, doch haben wir. Haben wir doch schon ausgewählt. Ach. Direkt vorm Chef. Nein. Keine Waffe ziehen. So. Hauptmann Geralt, Offizier Burkhardt ist zufrieden mit mir. Wirklich? Du konntest ihm helfen? Allerdings, ich habe eine ganze Menge Goblins für ihn aufgespürt und vernichtet. Die Lage an der Baustelle ist jetzt deutlich besser. Ich soll dir sagen, dass alles okay ist. Ich bin beeindruckt, Junge. Hätte dir nicht zugetraut, dass du das so gut erledigst. Ja, habe ich schon mal gehört. Aber ich habe es geschafft. Ja, hast du. Aber kein Grund, übermütig zu werden. Ich habe noch zwei weitere Aufgaben für dich. Verdammt! Allerdings erhältst du auch als Anwärter deinen Sold für erledigte Aufgaben. Hier, bitte. Vielen Dank. Ah, das ist ja mal ein Sold. Ein bisschen. Was ist nun meine zweite Aufgabe? Da habe ich mir schon was überlegt. Wenn du der Wache beitrittst, bist du ein Wächter. Und was tun Wächter die meiste Zeit? Etwas bewachen, vermutlich. Genau, du hast es erfasst. Wächter stehen Wache. Und das sehr oft und sehr lange. Damit du mal weißt, wie das ist, bewachst du heute Nacht das Tor. Ich? Ganz alleine? Und wenn... Nein, nein, nicht ganz alleine. Ich will auch morgen noch leben. Pierus steht dir zur Seite. Ich habe ihn schon eingewiesen. Sprich ihn heute Abend nochmal darauf an. Und sei verdammt nochmal pünktlich. 8 Uhr. Abends oder morgens? Oder wie jetzt? Na, ich glaube abends. Doch, doch. Ah, jetzt sind die anderen Wachen auch schon weg. Und der Piero, der steht ja so super Wache. Da kommt keiner rein, nee, nee. Ich habe alles unter Kontrolle, alles im Sichtfeld. Alle verhalten sich ruhig. Dann kommt so ein Troll reingerannt.
Was willst du denn schon hier? Du sollst gegen 8 hier sein. Ich will meine Tagesschicht genießen können. Ja, vielen Dank. Ich habe eine bessere Waffe als du. Naja, gut. Egal. Dann würde ich sagen, bis heute Abend, also jetzt im Spiel halt, würde ich sagen, wir räumen noch ein bisschen den Wald auf und sammeln etwas Erfahrungspunkte. Weil ich wette, dass in der Nacht irgendwas passiert, wenn wir Wache stehen. Das muss so sein, weil das wäre doch sonst total langweilig, oder? Ihr habt doch genau einen Goblin gehört. Mehrere. Wo sind die Giftzweige, hä? Da oben irgendwo. Mal schauen. Obwohl ich hier gar nicht hin wollte. Was soll's? Ach ja, hier oben waren ja die Banditen. Oh, neue Banditen. Kleine Giftzwerge. Geht schon. Dann nehmen wir mal die schweren Äste mit. Die sind sehr wertvoll. Oh, Dunkelpilz, vielen Dank. So, da oben haben wir noch was ganz Lustiges. Da gehen wir jetzt auch gleich mal hin. Und schauen wir mal, was da oben abgeht. Da ist ein Scavenger. Oh, wir steigen bald eine Stufe auf. Das ist ja auch schön. Oh, die haben Krallen dabei. Zeigt man das denn? So. Und das sind keine Zombies? Nein, das sind keine Zombies. Das sind... Moment. Wanderer. Ja. Haha, ich stell mich dem mal in den Weg. Mal gucken, was er macht. Da läuft er mir vorbei. Sehr intelligent. Die lassen sich auch nicht ansprechen. Keine Ahnung, was das hier soll. Das ist ein bisschen... sonderbar. So klein wenig. Und da ist ein Fellknöterich. Nehmen wir einfach mal ein bisschen mit, was hier so liegt. So ein Zeugs. Da denen sowieso alles egal ist. Wir werden die auch irgendwie töten müssen. Wir können die auch so nicht hauen. Moment, müssen wir das vielleicht mal ausprobieren. Scheint denn wirklich sehr viel zu interessieren, dass wir den gerade hauen. Ist dem scheißegal, macht ihm auch nichts aus. Dem ist auch egal. Aber hier, eine Drachenwurzel. Oha. Und schon hat sich der Weg gelohnt. Ich hoffe, wir können es mit Alchemie... Also, ob wir Alchemie ausüben können, das wäre schon... recht gut. Ich weiß jetzt aber gerade nicht. Wir können ja mal einfach so in Camillos Haus gehen und probieren, ob es klappt. Wird er schon nichts dagegen haben, denke ich. Ist ja kein Problem. Einfach mal einbrechen. Und sein Zeug benutzen. Macht ja jeder anständige Bürger so. Ich höre doch schon wieder irgendwas. Ach stimmt, da oben sind ja die Snapper. Ich denke schon. Was knurrt hier denn rum? Zu denen kommen wir auch noch. Aber ich denke, dazu sind wir noch nicht ganz gerüstet für die. Die sind auch eine Nummer zu stark. Würde ich jetzt mal so meinen. Wir sind schon nicht schlecht ausgerüstet, aber es geht auf jeden Fall besser. Ich muss sagen, wir gehen hier in den Wald und räumen hier mal ein bisschen auf. Da ist so eine ganze Armee Keiler, aber die können mich mal. Die metzeln wir jetzt ganz einfach um. Da ist auch noch ein Wolf, also 3 Gegner. Hey. Mann, jetzt halten sie so viel aus. Ärgerlich, aber egal. Besser als nix.
So, boah, haben wir viel Fleisch dabei. Also rohes. Essen wir mal eine Flunder. Boah, ist die riesig, ey. Ocarinas Fischsuppe. Hauen wir mal rein. So, das Medizinwasser, davon kaufe ich mir auch mal einen Haufen und dann, nachdem ich den Haufen gekauft habe, saufe ich alles auf einmal, damit sich mein Körper dran gewöhnt und ich immer stärker werde. So, gehen wir mal hier den Wald so ein bisschen systematisch ab und schauen mal, was wir so finden können. Ich weiß auf jeden Fall, dass hier noch Banditen sind. So, da hinten auf der... Ja, der Clip ist nicht so ganz, ganz, aber... Okay, dann gehen wir mit den Angriff über. Ja, genau. Und jetzt klappt's. Wo ist denn der Scavenger? Ist ja bloß, der rennt mir jetzt irgendwie... entgegen. Ja, nein, der ist bestimmt in den... in die Bach gefallen. Ja. Oder in den Bach, ist ja egal. Dazu sage ich nur, Dummheit tut weh. Dummheit muss bestraft werden. So, was haben wir denn hier so? Bestimmt gar nichts, aber ist ja wurscht. Eine Waldbeere, okay, da unten. So, ein größeres Gebiet. Hey. Schaut mal. Das ist eine Fleischwanze. Nein. Dazu sage ich jetzt gar nichts. Ich will noch nichts hören. Scheiße. Oh, das ist eine Aquamarine. Blub. Mitgenommen. So. Scheiße, scheiße, scheiße. Oh, hier sind ja ein paar Felsen. Da kann man ja... Okay, auf die Idee kam der Scavenger wohl nicht. Okay, gut, der hat ja auch nicht wirklich so... sagen wir mal so... Gelegenheit, ne, mit Arm und Bein, der hat ja nur Beine. Das wird ihm wahrscheinlich zum Verhängnis geworden sein oder gewesen sein, was auch immer, scheißegal. Scheiße, jetzt mal auf Grammatik. Da ist er mal. Oh, blub, mitgenommen. So. So. So, ihr seht schon, da hinten sind Banditen. Frage nur, wie greifen wir an? Meine Lieblingstaktik ist ja, die rennen einfach drauf und guck, was passiert. Die andere wäre, die aus der Entfernung abzuballern, aber da wir noch nicht wirklich mit Bogen umgehen können, bringt das herzlich wenig. Und die haben uns ja schon längst abgeballert in der Zeit, wo wir sie hätten abballern können. Du wärst besser nicht hierher gekommen. Warum? Das ist ein freies Land, Kollege. Jo, so geht das. Der hatte sogar eine tollwütige Axt, beziehungsweise... Oh, ein grobes Schwert, also ein Beil, aber... Und hat ein Degen dabei. Nett, dass er seinen Kopf schon verpackt hat. Sehr nett. Sehr aufrichtig. Vielen Dank. Was haben wir denn hier so im Lager? Naja, das Lager ist ein bisschen... Nicht unbedingt, aber... Immerhin... Ein bisschen Geld. So. Da. Na, 50 geht. Wie gesagt, wir haben mal ein bisschen Sachen, die wir verkaufen können. Ich glaube, die ganzen Werkzeuge können wir ja auch verkaufen. Da sie die ja anscheinend doch nicht brauchen. Schon wieder eins von diesen Biestern. Was? Ist hier irgendwo jemand? Hat doch eben irgendjemand gesagt. Ich sehe so wieder eins von diesen scheiß Biestern, oder? Ich nie wieder eins von diesen Biestern. Da war doch irgendwas. Das heißt, hier muss jemand sein. Oder die Wachen ballern irgendwie. Aus Jux und Tollerei von der Mauer irgendwie die Gegner ab. Kann auch gut sein. Was? Natürlich. Dazu sage ich gar nichts. Natürlich. Ach. Oh, dieser Alex. Was für ein verrückter Plan. Ja.
Die Rache der Unterdrückten, wäre ich nur nicht so verdammt sauer auf ihn gewesen. Jetzt ist er tot. Am besten hänge ich die Sache nicht an die große Glocke mit